Ja, es könnte so eine Art halbe Stunde mit werden. Bin mir noch nicht sicher. Also, Verzeihung. Ich schütze dich nicht mit der Erwartung in dieses Abenteuer, dass du bei deinem ersten Versuch bereits Erfolg haben wirst. Bessere als du haben es schon versucht und sind alle gescheitert. Dennoch, brich auf und gib dein Bestes, lerne so viel wie möglich und wenn du versagst und dein Licht für immer erlischt, verzweifle nicht, denn täglich folgen viele diesem Ruf. Verstanden. Also, wir werden sterben. Das klingt doch, also ich finde, das klingt sehr, sehr gut. Wissensladen, okay. Ganz kurz in die Option gucken. Hilfe, Spiel, Video. Ja. Ja. Bewegungsunschärfe, nein, um Gottes Willen. Ja. Okay. Wie die Autosteuerung gucken wir uns gleich an. Das ist cool. Einfach ein neues Spiel. Ich habe keine Ahnung, worauf wir uns einlassen. Wie gesagt, ich glaube, das ist so eine Art Roguelike Base-Turn-Taktik-RPG. So sah es zumindest aus. Und ja, wie immer, bei einer halben Stunde mit oder bei 30 Minuten mit. Für alle Leute, die das Spiel interessiert, die können da mal zugucken. Mal gucken, ob ich bei einer halben Stunde bleibe oder ob ich jetzt gleich einfach länger spiele. Ja? Ihr kennt das. Für euch runtergeladen, damit ihr es tun müsst. Neues Spiel. Also, für den König. Es gibt verschiedene Szenarien. Abenteuer werden für den König. Wir müssen mal gucken hier. Es gibt, glaube ich, man kann das auch im Koop spielen. Shit, das ist aber ganz schön laut. Mal ein bisschen leiser machen hier bei mir auf den Ohren. Irgendwo stand hier. Neuer oder Gelegenheitsspieler, Lehrling, ja. Aber. Chaos habe ich gerade, ne? Irgendwo gab es hier eine Anzeige, glaube ich, für wie viele Spieler? Lebensvorrat 6, alles, was auch immer das heißt. Maximaler Fokus, Gegenstände, Gesundheit. Lehrling, ja, gut, klingt doch gut. Kämpfe in einem storybasierten Abenteuer gegen das Chaos. Während du versuchst, das Geheimnis um den Tod des Königs zu lüften und die Ordnung des Landes wiederherzustellen. Finde ich, klingt gut. Solo, Abenteurer, Lehrling. Wiederstellen. Okay. So, dann starte ich jetzt einfach mal den Timer oben links. So gut wie nicht zu sehen. Egal. Spiel 1, Spiel 2. Ich bin. Schmied, jeder, eher Gelehrter, Minnesänger. Schmied wird so eine Art Krieger sein. Ich brauche keinen Helm, aber einen Rucksack brauche ich. Was sowas von? Ja, Rucksäcke sind wichtig. Ja, alles cool, okay. So, und wir sind Chris. So, und hier ist Gruppe auswählen. Ach so, okay. Okay. Wen nehmen wir denn jetzt rein? Warte mal, wir haben hier mal den Frunk. Ja, komm, wir nennen ihn Raptus. Da? Weil eigentlich müsste Raptus unser. Nee, Raptus als Jäger ist schon richtig. Der ist schon ne? Und als Gelehrten, weiß nicht, habe ich niemanden bei mir. Ah, mal Tenno rein. Als Gelehrten. Als Gelehrte? Ja, Tenno ist halt Gelehrte. Es tut mir leid. Aber wir brauchen eine Frau. Hallöchen Xenon, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So.
am Rande des Chaos. Der gute König Bronner, okay, wurde ermordet. Der König ist tot. Lang lebe der König. Das einst friedliche Königreich Farul wird von wilden Chaos-Energien verwüstet und von Monstern und Banditen heimgesucht. Die trauernde Königin Rosumon, wie ein Pokémon, hat Faruls einfache Bürger aufgerufen, das Land nach dem Mörder des Königs und der Quelle des der Chaos-Energie zu durchsuchen. Unsere Geschichte beginnt im Wächterwald, wo Gerüchte über verdächtige Aktivitäten und unheimliche Fremde im Wald aufgekommen sind. Drei Möchtegernhelden treffen sich in Eld und beginnen ihre Quest. Klingt nach uns. Wird besser, kommen Husten und Schnupfen. Ist fast weg. Ich habe Hoffnung. Sehr gut. Freut mich zu hören. Gute Besserung weiterhin. Busumun. Königin von Farul. Erst verschwindet der Zauberer Vexor. Ist der Name immer, ne? Vexor und dann wird mein eigener Ehemann in seinem Palast erschlagen. Du bist vielleicht die letzte Hoffnung für Ferul. Okay. I don't know, was ich sehe. Finde Hildebrand in Holzrauch. Dir wird mitgeteilt werden, wie du unseren Anstrengungen am besten unterstützen kannst. Deine Quest hat begonnen. Kämpfe gegen dieses Chaos und an, bevor unser Reich dahin verschwindet. Okay, Quest hier, gehe nach Holzrauch. Okay, wir sind hier, oder was? Ja. Was? Was passiert? Aha! Außer der Bewegung. Königlicher Lehrer. Achso, es ist quasi ein Tutorial. I see. Also wir haben mich, wir haben Frank, wir haben Tenno hier unten. Ist das das Leben? Nee. Doch. Keine Ahnung. Ich habe kein Mausober, weil ich ständig irgendwelche Pop-Ups habe. Ich mag ja Tutorials nicht, die mir Pop-Ups geben und dadurch einmal alles unterbrechen. Bewegungspunkte legen fest, wie weit du reisen kannst und hängt von deinen Schnelligkeitswert ab. Die Anzahl der Slots, die geprüft werden, variiert, je nach dem Gebiet. Wetter und Buffs. Okay, also ich habe jetzt hier quasi 4 Slots. Und 5 könnte es maximal sein. So, wir sind hier. Ah, hier kann ich nicht drüber gehen. Also, Gesundheit ist es tatsächlich. Dann haben wir hier Gottes Bart. Wir nutzen das Kraut, um 15 RP wiederherzustellen. Okay. Zunderbeutel. Würdest du das, um ein Lager zu schaffen, in dem die Gruppenmitglieder geheilt werden? Okay, cool. Haben wir hier jede Menge Buffkraut und auch hier Zünderbeutel. Hier haben wir eine Teleportschriftrolle. Nice. Wenn du gleich bester Mann wieder. Dann haben wir hier nochmal, genau, hier sehen wir nochmal. Dann ist das die EP. Klar. Und hier unten haben wir die Charakterwerte. Kann ich hier auch draufklicken? Okay, also wir wollen hier hin. Kann aber maximal hier hin. Ah nein, da ein Kampf. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Was ist das denn für ein Spiel? Das ist For the King. Ah, habe ich doch nicht wechseln können, ne? Ich habe gerade kein Dings hier. Ich suche gerade nach For the King, aber OBS will wieder nicht finden. Verdammt. Ich muss jetzt wirklich gerade mal das über Twitch machen, was mich sehr nervt. Weil OBS mal wieder einen Hiccup hat. So, jetzt. Also es ist eine Art Roguelike-Taktik-Rollenspiel.
Genau, Frank ist unser Scharfschütze, unser Schütze. Der Raptus. Freunde und Feinde auf hervorgehobenen Sechsecken werden sich dem Kampf anschließen. Lege einen Hinterhalt, um einen Feind im Kampf zu isolieren und die Initiative zu erhalten, oder schleiche dich an ihm vorbei. Okay. Bestienmenschkrieger. Gegnerischer Level 0. Gegnerisches Level. Okay. Kampf-Hinterhalt. Aha, okay. Hier kann ich jetzt auswählen, quasi möchte. Okay. Also Kampf ist klar. Hinterhalt. Erfolg 90%. Versagen 42%. Versagen 32%. Slot-Ergebnisse. Aha. Schleichen. Aber wir probieren einfach mal kämpfen. Komm, was soll's. Okay. Irgendwie ganz cool aus. Ja, finde ich auch. Ich glaube, wahrscheinlich ist es eher so ein Spiel, was man so eher so nebenbei spielt. Also wirklich mal so für zwei, drei Runden, ne? Wie so ein klassisches Roguelike. Wo man dann wirklich sagt, so wie Slay the Spire, wo man auch immer nur zwei, drei Runden spielt. Jeder Aktionsslot prüft einen deiner sieben Hauptwerte. Je höher dein Wert, desto höher die Erfolgschance. Also, wir haben jetzt hier ausgewählt gerade. Nein! Ich würde gerne bewegen. Frank ist dran. Du sollst schießen. Frank, bester Mann. Okay. Jetzt bin ich dran. So, was kann ich tun? Ich kann Fokus nutzen. Okay, okay, warte mal. Ich kann fliehen, ich kann verspotten und ich kann schmettern. Schockwelle. Wenn ich ihn taunte, könnte Frankie kaputt machen. Ich mach's so, wie es auch in Hand läuft. Ja? Ich bin derjenige, der die Schüsse abkriegt und Frank tötet. Hinterhältiger Schuss. Körperlicher Schaden ist gleich. Rüstung noch in. Ah, okay. Ja, vielleicht. Holen wir es mal. Oh, sehr gut. Jawohl. So nehme ich. So, und wir haben Gold gewonnen. Finde ich ganz cool. Ich glaube, wenn man in die Mechaniken reinkommt, dann könnte es richtig interessant sein. Sammeln, teilen, sammeln. Man kann das übrigens auch im Koop spielen. Ne, also wirklich, jeder spielt dann eine Figur quasi und man versucht sich dann da durchzumetzeln durch verschiedene Kampagnen. Klingt interessant, finde ich. Also ich würde das gerne mal im Koop ausprobieren. Ich habe es jetzt bei Epic, da gab es das, glaube ich, mal kostenlos. Waffendetails. Provisorische Keule. Okay. Waffenkarten zeigen, welchen Wert beim Angriff genutzt wird, wie oft er überprüft wird. Versuch die Waffen an den stärksten Wert deiner Charaktere anzupassen. Halte Shift gedrückt, während du eine Waffe betrachtest, um mehr Informationen. Aha. Schmettern, 12 maximaler Schaden. Betäubender Angriff, 6 maximaler Schaden. Gut, warte mal. Ah, hier, okay. Ja, auf jeden Fall. Der Nahkämpfer. Einfach Robin Good. Oh, Alter. Alter, Frank, ey. Heute bist du wieder on fire. Zerbrechliche Waffen. Diese Waffe ist zerbrechlich. Manche Waffen werden zerbrechen, falls du im Kampf bei jedem Slot, wo Fehler... Ah, okay. Bei diesen Waffen wird das Zerbrechlich-Symbol in der oberen linken Ecke der Waffenkarte angezeigt. Da hättest du mir nicht vorher sagen können.
Okay, warum hat denn gerade Tenno nicht mitgekämpft? Frag mal für einen Freund. Guck mal, hier wäre zum Beispiel auch eine Elfe. In Kampf verwickeln. Umschalt plus klingen mehr Informationen. Ein Schlachtfeld. Details. Ist ein bisschen blurry irgendwie die Schrift, habe ich das Gefühl. Meine Autokorrektur. Aber Robin Good ist auch nicht schlecht. Muss ich sagen. Charaktere führen ihre Bewegungen und Züge jeweils einzeln durch. Wenn du bereit bist, klicke auf das Sanduhr-Symbol, um den Zug zu aktualisieren. Achso. Wo ist denn das Symbol? Hier oben. Okay. Tag 1. Achso, okay. Wenn ich jetzt hier, warte mal, was? Hier haben wir eine Art Leiste. Wachsende Chaos resultiert in zusätzliche Gefahren. Aha, okay. Lebensvorrat, blablabla. Ach, die ziehen alle einzeln. Ach so. Was ist da gerade passiert? Habe ich hier irgendwo eine... Ach so. Jetzt will ich Tenno hinterherziehen. Ach so, ich spiele jetzt quasi auch drei Charaktere. Deswegen muss, ne? Also als wenn ich wirklich drei Leute spiele quasi. Das ist ja natürlich schwierig, weil man... Ich will erstmal hier hin. Wenn man zu dritt spielt und dann einer vorgeht, aber der andere halt nicht. Also, weil man halt nicht weiß, wie weit der laufen kann. Und der andere schafft es dann halt nicht so weit. Vielleicht hätte ich eine 57 Stärke haben sollen. Aber dafür bist du halt präziser. Du bist halt seltener mit der Bomblands unterwegs, sondern eher mit der Wetterli. Okay, Hildebrand. Es tut immer gut, wenn sich neue Gesichter der Quest anschließen. Ich bin Hildebrand, Agent der Königin, der die Vorgänge im Reich der Wächterwald überwacht. Die Dinge hier stehen schlecht, wirklich schlecht. Alles deutet auf ein paar böse Leute hin, die sich in den glitzernden Stollen der hier eingeschlossen haben. Mhm. Oha. Ich arbeite daran, dich dort runterzubringen. In der Zwischenzeit... Es wurde eine seltsame Vorrichtung gefunden. Ich gehe und untersuche sie. Enträtsle... Dies im Reich der Wächterwald. Okay. Und ein paar weitere, ein paar wütende Leute im, in schicken Groben haben sich dort niedergelassen. Das ist bestimmt Magier. Führt im Reich Chaos-Anführer. Oh Gottes Willen. Wie sieht es hier in der Reihenfolge ab? Aha, und hier kann ich verschiedene Sachen. Ah, interessant. Questbrett gibt es hier auch. Sexy. Dienste. Kann ich denn Gasthaus? Warte mal. Durch eine Arbeit im Gasthaus. Bescheidene Menge an LP und Fokus wieder geheilt. Okay. Meditation. Gelehrte Meditation. Okay. Heiler. Segnen. Der Vorgang des Segnens entfällt alle Flüche. Also ich habe jetzt hier auch ein bisschen Leben verloren, ne? War auch nicht viel. Und jetzt kein Geld für ausgeben. Kann ich denn hier irgendwie... Warte mal. Inventar. Hier. Ah. Alte Stiefel. Nett. Hammer des Schmieds. Einfacher Eisenschild. Ist da ausgerüstet oder was?
Habe ich ihn jetzt nicht ausgerüstet? Habe ich ihn ausgerüstet? Doch, habe ich. Und als Waffe? Ach, das ist eine Zweihandwaffe? Ja, nee, warte mal. Dann... Kann ich auch mal Rechtsklick machen? Nee, müsste man direkt einmal draufklicken und dann ausrüsten. Ja, ja, nee, das ist mir lieber so. Mhm. So ist das also. Wenn ich hier jetzt draufklicke, ich kann es doch direkt durchwechseln hier. Hier. Fraptus. Der hat einen Jagdbogen. Okay. Alrighty. I got this. Glaube ich. Ich habe noch 3. Wo will ich denn hin? Will ich jetzt zu den Elfen? I don't know, ey. Wenn ich jetzt kämpfe, komme ich hin? Warte mal. Bin gerade unschlüssig. Wenn ich jetzt so mache... Genau, so. Ich glaube, ich muss die nachziehen immer alle, ne? Wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt Tenno... Fokusbewegung. Jetzt klicke ich irgendwo auf die Karte, um verfügbare Fokuspunkte in eine Bewegungspunkte umzuwandeln. Okay. Gerade nicht. So. Wenn ich jetzt hier reingehe, so. Hinterhalt. Mal Kampf. So. Jetzt alle 3 im Kampf? Jetzt sind alle 3 im Kampf. Okay. Spielerstatus. Alle Leiden Buffs und Debuffs an einem Charakter werden neben seinem Porträt angezeigt. Okay. Au. Zu viele Informationen, Alter. Informationen über den Gegner werden oben im Bildschirmrand angezeigt. Da, 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 yada, yada, yada. Die gegnerische Gesundheit. Mhm. Okay. So, also, wer ist jetzt dran? Frunk wieder. Frank einfach direkt Insta-Kill. Geil. Gold. Der ist natürlich der Anführer. Noch irgendwas? Nee. Bist du. Gute Anführer, okay. Da möchte ich hin. Hinterher. Kann ich das auch irgendwie tippen? Space oder so? Ich würde das gerne nicht immer nur da hochklicken irgendwie. Bestimmt irgendwie. Stelle ich mir im Koop ganz nett vor. Kämpfen wir. Oh, mit 2. Chaos-Anführer. Machen wir kaputt. Es gibt noch mehr von euch. Ihr sollt stattdessen wirklich... okay. Wahrscheinlich werden wir jetzt alle sterben. Okay. Körperliche Rüstung. Dieser Gegner ist gepanzert. Körperliche Rüstung wird durch den blauen Schild unter dem Gesundheitsbalken angezeigt. Ah ja, okay. Wir haben auch ganz schön viel Leben. Holy shit. Gepanzerte Gegner blocken bei körperlichen Angriffen den Schadenswert, der ihr Rüstungswert entspricht. Okay. Magische Angriffe, okay. So, dann machen wir bei Frank hier mal einen Fokus. So. Und durchbohrt. Sehr gut. Dann ist jetzt Tenno dran. Was haben wir hier? Warte mal. Nee, wir haben hier Wogen. Flächenexplosion. Klingt doch noch ein Sch- Jawohl. Autsch. Ich wollte taunten, aber ich bin noch nicht dran. Ja, genau. Oh, kritisch sogar. Unangenehm. Oh, sehr unangenehm. Holy shit. Schockwelle, Flächenschaden.
Den hat's erwischt, sehr gut. Frank wieder bester Mann, kritisch getroffen, sehr gut. Okay, dann müssen wir aber dringend uns heilen gehen, holy shit. Also, man sieht, wo das Roguelike herkommt, ne? Wir sind ganz schön angeschlagen. Buch des Wissens. Ein seltenes Manuskript über Farghuls geschichtsumwobene Vergangenheit. Kann benutzt werden, um Geheimnisse im ganzen Land freizuschalten. Das Buch des Wissens nehmen wir mal unserem Gelehrten. Ein altes Kutschwert. Ja, das nimmst du. Stechen, schlitzen, Präzisionsstreich. Nice. Eine Fackel. Nice. That's interesting. Danke, dass du dich um die spitzhütige Spinne gekümmert hast. Aber ich habe das Gefühl, die werden wir nicht zum letzten Mal gesehen haben. Denke ich auch. Das Haus ist geschwunden. Wir haben eine Chance. Minus 1 Chaos. Aha. Aha. Okay. Das wachsende Chaos wird neue Herausforderungen bringen. Das Erledigen von Zielen der Hauptquest und das Zerstören von Chaos-Generatoren entfernt existierende und zukünftige Chaos-Ereignisse. Okay. Bestienmensch-Hexer im Kampf verwickeln. Null. Und erhalte vollen Fokus. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Leben. Warte mal, was haben wir hier? Kann ich das nicht benutzen? Kann ich ein Lager aufschlagen? Bin ich überhaupt nicht dran? Warte mal, wer ist denn? Ach, Zeno ist dran. Warte mal, dann machen wir doch mal ein Lager hier. Militären ausruhen. Okay. Aber es geht nur für einen dann, ja? Das ist natürlich ärgerlich. Ich dachte, das gilt für alle. Königlicher Lehrer. Die Zeitleiste zeigt die aktuelle Runde. Ansteigendes Chaos. Geschehene Ereignisse des Tages. Okay. So viele Sachen. Ja, dann das halt hier. Zieh mal nach. Die Frage ist halt, wer kommt mit? Alle, die nur auf einem Feld stehen, oder? Ja, hier werden alle drei auf jeden Fall bei. So. Und dann best die Mensch kaputt machen. Widerstand. Aha. Diese Gegner verfügt über Widerstand. Der Widerstand wird durch den violetten Schild unter der Gesundheit angezeigt. Widerstandsfähige Gegner blocken bei magischen Angriffen den Schadenswert. Okay. Ist ihm aber egal. Weil Frank braucht keine Magie zum Töten. Frank tötet einfach. Bogen. Magischer Schaden. Ja. Mensch, da hat ihm der Widerstand jetzt aber nicht so viel gebracht, muss ich sagen. So, Geld. Oh, was ist das denn hier? Plus 3 Wahrnehmung. Was bringt denn Wahrnehmung? Warte mal. Unten erstmal Vitalität. Die Wahrnehmung ist wahrscheinlich. Wahrnehmung repräsentiert deine Wachsamkeit. Sie beeinflusst die Genauigkeit mit Bogen und ja, das hat definitiv was für Frank. Sehr gut. Ja, läuft doch. Ist hier gar nicht das Problem. Ist gar nicht so schwer. Glitzernder Stollen.
würde eigentlich ganz gerne wieder zurück hier. Muss ich mal... Warte mal. Ich guck mal ganz kurz in die Steuerung. Die Runde beenden oder sowas. Zug beenden. Delete! Willst du woanders hinlegen? Warte mal. Delete, Alter. Delete ist doch richtig kacke. Bis wohin kannst du? Wohl eigentlich geht es denen ganz gut, ne? Bisher. Ich würde gerne noch die Elfen machen, vielleicht um XP zu sammeln. Mal hier hin. So. Kaufen für alle ein. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, es ist eigentlich ein Koop-Spiel, dass ich jetzt hier solo spiele. Deswegen steuere ich alle Figuren. Sonst ist jeder. Ich weiß aber nicht, ob man auch untereinander tauschen kann. Ich habe jetzt auch bisher noch nicht. Steinkreis. Dunkle Monolithe stehen in einem weiten Kreis. Dieser Ort muss eins für diejenigen, dieses Stein äußerst wichtig gewesen sein. Untersuchen. Mit wem sind wir denn jetzt da? Mit mir, ne? Das ist nicht so gut. Also. Ich habe eine ziemlich miese Chance, irgendwas zu finden hier. Verlassen. Wenn ich jetzt hier mit. Was wäre denn, wenn ich jetzt hier mit Frank herkomme? Der hat doch einfach eine höhere Wahrnehmung. Ja, warte mal, dann kommen wir mal Tenno nochmal her. Hier, guck mal, 57%. Na, dann probieren wir es nochmal. Tada! Plus ein maximalen Fokus. Sehr gut. Du bist ein Held. Wieso bin ich ein Held? Nee, das kann ich so nicht sagen. Warte, guck mal, warte mal. Inventar, kommt man hier doch gucken. Inventar, so. Kann ich das? Habe ich hier irgendwie Geld? Dann kann ich hier, warte mal, wenn ich jetzt sowas gebe. Ausrüstung verkaufen, geben. Hä? Aber. Warte mal, hier steht neben. Achso. Ach, hier steht ihm. Ah, hier. Also, okay. Wenn wir, ich kann es auf jeden Fall geben, jemand. Das heißt, ich kann auch für jeden einkaufen. Nicht so das Problem. Okay. So, ich würde jetzt gerne mal hier rüber. Mal kurz beenden. Kartenbewegung. Bewege die Karte, indem du mittlere Maus hast. Ja, okay, das ist dann eine Chance. So, wohin darf ich? Hier hin. Gerne hier hin, so. Das Level des Gegners wird oben an seinem Namen. Ja, haben wir auch schon gesehen. So, mit ihm müssen wir doch jetzt eigentlich reinrushen können, oder? Nicht? Ah, nee, geht natürlich nicht. Ja, klar. Was ist das denn hier? Kultgerät. Questziel. Okay, da würde ich auch gerne noch hin. Mhm. Achso, jetzt wird wieder ausgewürfelt, was ich machen darf, ne? So. Oh. Oh, es sind aber ein paar mehr hier. Aber man probiert es trotzdem. Kann ich den Hinterhalt machen? Warte mal. Kann ich, wenn ich hier mit Raptus reingehe, den Hinterhalt eher machen? Nee, ist ungefähr genauso, ne? Ha. Weiß nicht, wovon das abhängig ist. Kann sofort zu Krankheiten und Infektionen führen. Ugh. Das ist aber ungeil.
Wir haben eine sehr hohe Initiative. Kampfaktion. Der Angriff für die Volkschance. Ja, haben wir doch schon gesehen, oder? So. Kann ich nicht auswählen, wenn ich angreife? Ah, doch, hier. So. Du lässt ihn weghaben, glaube ich. Hm, schade. Tenno, Ehre. Tenno, Ehre. Aber die Initiative von ihm... Oh, nice. Die Initiative von ihm ist nicht so geil. Angreifen, warte mal. Oh, perfekt. Blutung. Oh, stimmt, ich habe eine neue Waffe. Fällt mir jetzt das auf. Das ist natürlich ärgerlich. Geht. Sehr schön. Der Einsatz von Fokus kann über Leben und Tod entscheiden. Fokus kann bei den meisten Kampfhöfen benutzt werden, um einen Erfolg zu garantieren. Ah. Kann ich denn hier... Moment, wenn ich hier sage... Ach, Rechtsklick muss ich da machen. Nee, aber muss ich ja nicht. Nö. Komm mal, brauchst du nicht. Frank ist einfach Ehre, weißt du? Der macht das schon so. Da brauche ich keinen Fokus nutzen. Frank und Tenno carry mich, wie immer. So, gebe ich halt auch mal Frank das Geld. Sonst nichts eingesammelt, okay. Wie geht's uns denn? 30? Habe ich irgendeine Statusveränderung hier? Mal kurz gucken. Eieiei, gibt's aber richtig viele. Richtig viele, verschiedene Boni. 30, 37, 27. Ah, not sure. Jetzt reingehe. Das ist nur ich. Warte mal. Mechanismus. 4% Erfolg. Warte mal. Verlassen. Hier muss ich, glaube ich, mit Nintendo nochmal her. Fokus kann beim Begegnungswürfeln verwendet werden, um deine Erfolgschancen. Okay, das kann ich hier also auch machen. Aber 7% Erfolg ist jetzt auch nicht so geil. Nee. Ich probiere es jetzt nochmal mit Tenno. Warenhändler. Waren anschauen. Der Schönes. Portalschriftrolle. Verstärkender Kristall. Also magischer Schaden. Plus kritische Chance. Das klingt ja auch ganz geil. Ich habe bloß gerade kein Geld dabei. Sad. Rostige Klinge. Kopfschuhe. Plus Glück, plus Talent, plus Widerstand. Und plus Talent und plus Talent. Talent. Ja, repräsentiert eine natürliche Begabung. Beeinflusst die Genauigkeit mit musikalischen Waffen. Bootsbewegung und das Entschärfen von Fallen. Ja, das wäre eher was. Höchstens was für Frank, aber es ist halt eher für den. Ja, gut, schade. Verlassen. Mach's gut. So, eigentlich wollte ich hierher. So. 47% für den Erfolg. Wer denn? Jawohl, hat doch gereicht. Sehr gut. W, plus 1 Kampf, plus 1 Leben, plus minus 1 Geißel? Ist nicht. Minus 1 Chaos? Eventuell?
Da musst du auch mit ihm hin. Ja, scheint so. Ja, wie gesagt, ne, also hier können theoretisch die drei Spieler, mit denen man zusammenspielt, die können das unabhängig voneinander, können sich bewegen. Ist ja natürlich gefährlich, ne? Aber jeder hat so ein Turn-Base, so ein bisschen wie bei Civ in dem Sinne. Nur, dass man Civ hier dann im Koop spielen würde. Gute Arbeit. Da müsste zweimal, wenn sie sich zweimal überlegen, ihren Schrott in meinem Wald zu... Ja, okay. Der sieht gefährlich aus. Ich sollte was Besonderes sein. So, ah, hier, freigeschaltet. Jetzt ist die Mine freigeschaltet. Jetzt dann Stollen zu öffnen. Okay. Ich finde es halt ein bisschen anstrengend, ne? Dieses so ständig irgendwie rundenbasiert, Runde beenden und so weiter. Aber ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache. Und falls du Zeit hast, bitte überbringe diesen Brief an die Familie einer anderen Gruppe aus Abenteuern, die eine ganz andere Quest unterwegs war. Ja, ja, genau. Todeskunde. Ach, toll. So, was ist der hier? Stufe 2. Bison-Tauche. Not sure though. Schaffen wir den? Mit 2? Ich glaube nicht, ey. Unwitz. Also, wir haben so viel Fresse gekriegt eben schon. Wir sind gerade mal Level 1 alle, ne? Level 0 sind wir alle drei. Nee, nee, nee. Mit dem lege ich mich noch nicht an. Was haben wir denn hier? Verduftete Klippe. 5% Chance. 22%. Ja, komm. Obwohl. Mit wem ich jetzt hier? Mit. Ich glaube, ich würde lieber mit Frank hierher. Frank ist so unser Damage-Dealer. Hier können wir noch mal kurz Waren anschauen. Bootsreparaturwerkzeug, okay. Verstärkender Kristall, plus von Kritschance, magischer Schaden. Magischer Schaden. Den könnte man Tenno in die Hand drücken, ne? Genau, machen wir das mal. Und jetzt kann ich das Inventar öffnen? Nein, nein. Inventar. So, kann ich hier dann eben an. Kann ich nicht, muss auf demselben Platz stehen. Na toll. So, aber jetzt. Das ist manchmal ein bisschen umständlich, aber das kriegen wir schon hin. So, wenn ich jetzt hier hingehe, so. Hier, kann ich nicht auswählen jetzt? Ne, kann ich nicht. So, jetzt würde ich gerne in den Klippen. Schaden bekommen? Nee, hat Schaden bekommen, ne? Was ist hier? Bestienmensch, noch einer. Sehr gut. Ran an den Feind. Ja, nicht an den. Vielleicht ging 2. Oh, Moment. Moment, Moment, Moment. Kann ich den auswählen? So, hier. Muss natürlich erstmal ausrüsten hier, ne? Ausrüsten. So. So, nämlich. Nächsten Bogen, den wir finden, für Frank. So, und jetzt gehen wir hier rein. Los geht's! Oha. Oh, der ist vielleicht doch ein bisschen größer. Oh. Diese Gegner verfügt über Immunitäten. Manche Gegner sind gegen gewisse Arten von. Okay. Immun gegen Betäuben, Benommenheit. Alright, I see. Ich kenne erstmal den da. Rüstung? Hast du. Okay, müssen wir erstmal den ein bisschen runterkriegen hier.
45% Rüstung ignorieren. What? Yo, Mom! Ah, sie brennen. Immerhin das. Au! Oh Gott. Oh Gott. Geil, standhaft. Geil. Ich meine, ja, war ganz nett. So, Bluten bringen wir noch mal. Ignorieren. Schlitz. Wir können natürlich versuchen, erstmal den Ed hier wegzukriegen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Der hat keine Rüstung. Könnten wir den noch zum Bluten bringen? Oh, okay. Zum Bluten bringen müssen wir den jetzt nicht mehr. So, probieren es einfach nochmal. Schön. Schön und kritischer. So, jetzt machen wir es nämlich richtig hier. Das ist perfekt, ist gleich Ausweichen erhöhen. Achso, er kann sich selbst. Okay. Ja. Da, guck mal. Oh, bei. Frank! Nutzer von Gürtelgegenständen. Okay, okay. Kann ich ihn taunten? Moment, hier war irgendwas, ne? Verspotten. Okay, das hat funktioniert. So, du nimmst. ...25 ausweichen. So. Shit, ey. Jawohl. Komm. Er stirbt doch jetzt. Ich steck für Frank ein. Für Frank habe ich eingesteckt. Ja. Ja, und Frank hat einen neuen Bogen. Geil. Ah, oh, wie gut. Ah, oh, sehr gut. Hat sich gelohnt. Die sterben jetzt alle, aber es hat sich gelohnt. So, ich muss dringend hier irgendwo schlafen gehen. Obwohl, jetzt geht's uns wieder besser, ne? Irgendwie. Sieht ganz gut aus. Oh, wir sind Level Up. Oh, wir sind Level Up. Kann man da irgendwas ändern jetzt? Warte mal. Gold? Hier sieht man das Gold. Okay, verstehe. Kann man hier irgendwie... Kann man doch aufleveln? Gibt es da noch irgendwas? Oder eher nicht? Ja, 47. Aber es sieht da scheinbar keinen... Gesundheit, um Angriffsschaden zu erhöhen. Ja. Prozent Chance auszuweichen und Widerstand. Guck mal, Frank hat aber auch 23 Ausweichwertung. Nice, ey. Aufstieg. Genau. Endlich. Aufgestiegen. Geil. So. Er ist aber immer noch Level 2, ey. Das ist, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Aber ich kann mal gucken. Müssen wir hier irgendwie hier hin. Hab ich noch Laufpunkte? Warum auch immer ich das kriege gerade. Ich bin verwirrt. Ich heile aber auch immer LP quasi, dadurch, dass ich, wenn ich stehe. Also heile automatisch LP. Hier können wir jetzt ans Questboard gehen. Tenno geht es eigentlich relativ gut. Fokus könnte mal. Was ist das hier unten, ne? EP. Dienste? Also EP sind die Erfahrungspunkte. Hat er keine Magie? Magie oder so? Wie viel Fokus hast du? Das ist auch so eine Frage. Sehe ich das hier irgendwo? Ah, ein bisschen. Hier oben, das sind die Fokus. Lebensvorrat. Aha. Und wenn er wiederbelebt wird. I see.
Bin noch ein bisschen unentschlossen, aber ja. Gut, an dieser Stelle mache ich aber für YouTube erst also mal zu Ende. YouTube, falls es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht sogar ein Follow. Ansonsten wäre es cool, wenn ihr auch mal bei Twitch vorbeischauen könntet. Ja, ich bin ja relativ häufig die Woche online. Und wäre cool, wenn man den einen oder anderen mal sehen könnte. Da werdet ihr dann auch häufiger mal irgendwelche solchen kleinen Spielchen sehen. Ansonsten seht ihr gleich hier in der Endcard auch noch einen Link zu der Playlist für 30 Minuten mit. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.